eine Wette zwischen Nilo und mir. Die Wette heißt, schaffe ich es von der Mittelinsel zu den unerwünschten Nachbarn hier zu kommen, die hier gebaut haben. Nilo sagt, nein, ich schaffe es nicht mit der Elytra. Die Rahmenbedingungen sind wie folgt. Ich darf keine Raketen benutzen, muss von der Mittelinsel starten und nur diese Einweg-Elytra benutzen. Ansonsten, wenn ich runterklatsche, bin ich halt tot. Wenn nicht, habe ich trotzdem ein Leben verloren, wenn ich es nicht auf die Insel schaffe. Als kleines Sicherheitsnetz haben wir tatsächlich noch eine Wasserfontäne unten. Und damit gilt die Wette, Nilo, oder? Mhm. Mit diesen Rahmenbedingungen. Ja. Jawohl, sehr schön. Top, die Wette gilt. Top, die Wette gilt. Ich bin so gespannt. Das wird so geil. Was sagt ihr denn, Leute? Chat, sag doch, schreibt mal, schafft das oder nicht? Eins, er schafft's, zwei, er schafft's nicht. Klar, schaff ich. Nein. So, jetzt sitzen wir hier und warten. Ja, ich brauche noch einen ganz kleinen Moment, ich muss mich mental drauf vorbereiten. Was für eine Höhe muss er denn überwinden überhaupt? Der hat hier 40, 140. Eigentlich ist es schon fast zu einfach. Ja, es ist tatsächlich zu schaffen. So. Und Nittenum sagt auch zwei, kurz davor stürzt er ab. Bin sehr gespannt tatsächlich. Mom sitzt ja, ich da. Auch. Ja, ich sitze jetzt und warte. Okay, und ihr werdet wieder sagen, so ein Spitzbube, er ist mit allen Wassern gewaschen. Aber so ist das halt. Rahmenbedingungen sind festgelegt und ich werde sie... Wenn du runterfällst. Ja, wenn ich runterfalle, dann sehr, sehr bitter. Ja. Genau, also wenn ich bei dir unter dir im Wasser lande, ist es nicht geschafft. Ansonsten ist alles erlaubt. Du musst einfach auf dieser Insel auf Kobbel landen. Genau. Er sucht gerade ein Schlupfloch. Ich hab ein Schlupfloch. Nö. Doch. Du hast ein Schlupfloch? Ja. Du hast es nicht beachtet, weil du meine Streams nicht schaust. Was? Hä? Und ich hab's auf Aufnahme. Ich hab dich gefragt, was darf ich machen und was nicht. Oh, ich bin so gemein. Ich bin ein Teufel. Wir sagen jetzt nicht, du hast ein Trident. Nein. Nein, er sagte mit der Elytra. Die Rahmenbedingungen möchte ich nochmal wiederholen. Die Rahmenbedingungen galten wie folgt. Starte von der Mittelinsel mit einer Elytra. Ja. Lande auf meiner, also auf eurer Insel und dann bekomme ich ein Leben. Lande ich auf irgendeinen anderen Block und verliere die Elytra dadurch, dann ist die Challenge für mich verloren. Ja, und du darfst auch nicht in unserem Wasserstrom landen und dann einfach hochschwimmen. Das hatten wir auch gesagt. Genau, in deinen Wasserstrom möchte ich auch nicht landen. Das klingt auch richtig falsch, ey. Ja, nee, ist es so. Jetzt. Ich möchte nicht in deinem Wasserstrom landen. Und das ist dreckiges Wasser. Ja, eben. Ja, hallo, bitte dich. Okay, dann wollte ich sagen, die Challenge startet. Ich habe feuchte Finger, um Gottes Willen. Soll ich Countdown machen? Aber du kannst Countdown machen und dann würde ich mal gucken. Okay. Ich muss noch mal gucken, dass ich überhaupt an den Blöcken allen vorbeikomme. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Das ist auch also, tricky. Drei. Zwei. Eins. Ja. Hab einen guten Flug. Shaka, ich fliege. Okay. Auf geht die wilde Reise. Also, unser Plan ist wie folgt. Oh ja, das klappt. Ich hab's drauf. Siehst du ihn schon, Nilo? Nein, nein, es dauert noch. Lucien Airlines hat noch einen Zwischenstopp in einer kleinen Ecke dieses Bereichs. So, wartet mal. So. Ich bin vollkommen legitim innerhalb eurer Regeln. Ja, die Regel lautet nicht schummeln. Ich schummel nicht. So, okay, ich würde sagen, das reicht. Ich stehe voll auf dem Schlauch. Ja, ich auch. Macht nichts. So, ich komme. Noch 1000 Blöcke. Einfach so hoch und runter segeln oder wie oder was? Ich weiß nicht. Noch 800 Blöcke. Ihr seid Höhe 58. Da kann ich eigentlich auch schneller fliegen, glaube ich. Das ganz normale Hoch und Runter. Jetzt geht mir gerade ein bisschen die Düse, weil ich überhaupt nichts sehe unter mir, wenn ich ehrlich bin. Ich habe trotzdem schwitzige Hände, weil hier nichts ist. Hier ist einfach nichts. Und da kommt er angeflogen. Ist es ein Vogel? Ist es Superman? Nein, es ist Lucien. Wie er sich feiert, ey. Ja, und wir sehen hier noch gar nichts. Ja. Es wäre so witzig, wenn er jetzt trotzdem am Stürzt. Auf zu den unerwünschten Nachbarn, noch 400 Blöcke.
Nachbarn, das ist auch die Übertreibung des Jahrhunderts, ey. Irgendwie 1000 Blöcke entfernt. Ich sehe nichts. Habt ihr mir die richtigen Koordinaten gegeben? Ach, da ist es. Da, ich sehe es. Ich sehe es. Ich bin dran vorbeigeflogen. Oben der Vogel, witzig, das bin ich, Leute. So. Echt jetzt? Das Problem ist, wie lande ich da jetzt? Da ist er. Eure Landeplattform ist einfach so klein. Da ist er. Geht das jetzt schon alles geschafft? Nö. Nein. Hä, du musst hier landen. Okay, das mache ich. Ich lande jetzt. Achtung. Hä? So. Guten Tag. Herzlichen Glückwunsch. Wie hast du das gemacht? Ja, danke schön. Und da ist er wieder, der einzigartige, oft kopierte, doch niemals erreichte Lucien. In der Lucien Airlines könnt ihr auch mitfliegen. Ist gut. Für einen Diamanten dürft ihr gerne bei mir mitfliegen. So, es wird morgen oder übermorgen kommen. Und damit sage ich, Challenge gewonnen. Lieber Nilo, ein Leben kriege ich bitte. Ja, Lucien, fair erkämpft. Bitteschön. Dankeschön. Wie hast du das gemacht? Das fragt sich der Nilo. Und wie wird es der Nilo rauskriegen, indem er mein Short oder mein Video guckt?